So, und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Halo 5 Guardians. Ja, ich starte hier nochmal im Menü, ganz einfach, weil, ja, es kam jetzt eine Weile nichts, hatte verschiedenste Gründe, mein Privatleben war in letzter Zeit ein bisschen chaotisch, aber, ja, jetzt mache ich das Ganze hier auf jeden Fall weiter. Und, ja, bin relativ gespannt. Denke mal, da wird noch einiges Lustiges kommen. Und wir haben ja auch noch einiges vor uns. Nach Halo 5 geht es ja auch immer noch weiter. Und ja, genau. Wer Fallout 4 interessiert ist, da würde ich, denke ich mal, auch bei Zeiten wieder eine Aufnahme machen. Und dann geht es da auch weiter. Und ja, war jetzt halt mit Klaus eine Pause drin. Mein Gott, egal. Nicht lang schnacken, jetzt geht's weiter hier. Zack. Ja. Enemy Lines. Wir waren mit dem Arbiter unterwegs. Wir haben ihn, ich weiß gar nicht, so pseudo getroffen. Ein bisschen gerescued auch. Und jetzt geht das hier los. Wir haben noch mit ein paar Source of St. Helios vorher gequatscht, was sehr lustig war. Go! So, kurz gesynkt und dann geht das jetzt hier auch los. Osiris, Halsey's Constructor is in a Forerunner facility north of here, but the Coveys have a Kraken parked between you and it. Arbiter's people are set to hit the Kraken from the air while you handle ground support. Once you've reached the rally point, Arbiter will give the green light. Joint operations. Patching you into Arbiter's battle net now. Good luck out there, Spartans. Okay. Retrieve Walls' Constructor. Ja, genau, das ist nämlich die Mission, aber keine Untertitel sind an. Warum nicht? Da. Und so. Wer sich erinnert, den Kraken haben wir ja schon mal getroffen, und zwar in der ersten Mission. Und ja, das wird lustig. Ich bin mal gespannt, was da jetzt draus wird. Und sonst müssen wir den Constructor retten. Oder retten, was heißt besorgen für Halsey, damit wir dann, glaube ich, die Locations der Guardians und so holen können. Und überhaupt alles aufhalten und die Welt retten. Und ja, wir sind Spartanlock gerade, by the way. Genau, und ich, wie gesagt, ich schaue mich auf jeden Fall auch weiter um, weil man weiß ja nie. Ich habe noch nie daran gedacht, ob hier unterm Wasserfall nicht was ist. Bestimmt, oder? Nein? Und ich muss übrigens sagen, ich habe länger nicht mehr gespielt. Hoppla. Ja, ich habe seit 2 Monaten die Xbox nicht angeschlossen gehabt. Was man vielleicht gleich auch merken wird, ich hoffe nicht. Ja, ich habe zwar ein bisschen Borderlands The Pre-Sequel mit ein paar Freunden gezockt, weil es im Steam-Sale war. Und das war auch sehr geil. So im Koop macht das auf jeden Fall Spaß, kann ich nur empfehlen. Solo glaube ich jetzt nicht so. Also, im Koop ist das halt eine coole Sache. Genau, das habe ich dann halt auch mit Controller am PC gezockt. Aber sonst habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so viel gespielt in letzter Zeit, weil viele andere Sachen zu tun, ne? So, okay. Oh, da läuft noch ein Grunt weg. Grunt! Warte! Oh, fuck. Hallo. Commander Palmer, we're in position. Copy that. Ja, wir sind in Position. Oh, fuck! Warriors of the Dark. Swords of St. Helios. Commence attack. Affirmative. Visual target engaging at 5. Oh, hallo. Was stirbst du wohl? Irgendwann mal. Was ist denn hier los? Genau, und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass die Halo 5 Kampagne schon ein bisschen länger her ist für mich. Und ich bin gespannt, wie die jetzt auf mich. Fuck! Okay. Gut, ich denke, die beste Option ist laufen. Warum kriege ich Damage? Fuck! Wir verstecken uns hier, er wird uns nicht sehen. Nein! Psst, geht weg! Das ist meine Ecke. Meine Ecke. Oh, was sind hier für Schriftzeichen? Sprecht leider kein St. Helios. Oh. Okay. Engage, sagt er. Ja. Ich engage immer gerne. Oh, crap. Hier sieht. Wie er sich auch noch draufsetzt. Das fand ich schon immer faszinierend. Das machen Eliten ja auch gerne mal. Oh, fuck, fuck. Gott. Ich habe übrigens auch ein neues Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man es so krass hört. Ich habe dasselbe wie
Arvid und Eddie eigentlich auch. Das heißt, wir haben jetzt alle das Gleiche. Aber es ist auch gut, vor allem für den Preis, glaube ich. Also, wie heißt das? Auna so und so. Vielleicht packe ich es mal in die Beschreibung, wenn ich dran denke. Okay, hier gibt's irgendwas. Stormbreath. Okay, aber trotzdem. Weiter, keep going, ja. Da-dam, da-dam. Wie kann man nochmal so... Ah. Wie kann man nochmal thrusten? Ja, man merkt's. Länger nicht mehr gespielt. Hm. Crap. Komischer General hier. Und ein paar Grunts und Granaten und alles extra. Ach, und wie ist er diese krassen Methantanks? Es ist alles so. Nein, ich will den Karabiner haben. Danke. Oh, fuck, das. Da schießen die einfach das Schild aus. Das ist ja eine Sauerei hier. Aber der Soundtrack ist gerade auch wieder fancy. Ich glaube, ich muss den Musik gleich noch ein bisschen lauter stellen, weil man hört sie noch nicht perfekt. Das kann man ja in Halo 5. Ist das nicht toll? Das haben auch wieder viele vergessen, dass man das kann. Okay. So. Oh ja, viel besser. Dankeschön. So. Okay. Ich mag diese Ruinen von den Editen, Akaris und Hines. Oh, ein Datapad, habe ich das überhaupt schon? Anscheinend noch nicht. Cool. Okay, wir haben einen Grunt wütend gemacht. Ich glaube, wir können die Mission eigentlich abstreichen. Das wird nichts mehr. Wo muss ich jetzt lang? Bin ich doof? Hallo? Hier lang? Crap! Was? Ach, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Das, also ich weiß nicht. Level Design und so. Naja, man kann sich drüber streiten. Aber in der ersten Mission... Ah! Das Shield. I see what you want. Komm, werfen wir einmal eine Nate hin, das sollte schon passen. Ah, ist rot. Sehr gut, danke. Haben wir dann auch mal hier. Okay. Tempo, Tempo! Oh, Ghosts. Los, Tanaka Bark Vale, auf geht's! Team Osiris, Action! Juh, oh Gott, jetzt werde ich hier schon wieder angeschrieben. Was soll denn das? Oh, snap. Also, es hat auf jeden Fall was. Ja, ich weiß nicht. Während Skyrim zwischendurch wäre auch mal cool gewesen. Das war, die Fights fand ich immer sehr, sehr dynamisch. Vor allem halt in Halo 3. Wozu wir dann ja auch noch kommen werden. Vielleicht denke ich dran und erwähne es dann nochmal. Je nachdem. Aber... Crap. So ein Kraken ist auch schon ganz geil. Ich meine, gebt euch das Ding, das ist einfach riesig. Das ist so ein bisschen wie Star Wars Force Awakens, ja? Hey, wir haben einen Todesstern gebaut. Hey, wir haben einen größeren Todesstern. Hey, wir haben die Starkiller Base gebaut. Sie ist einfach 50 mal so groß und... Da! Aber ich fand Force Awakens ja super. Wen es interessiert, ich habe einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Verlinke ich auch mal, könnt ihr mal reinschauen. Ja, ja, ihr müsst lesen. Lesen ist gut. Ja? Lesen bildet. Auch gut, die Bildzeitung nicht, aber sonst bildet es. Und ich finde es irgendwie schade, denn die Bildzeitung fuckt mich unnormal. Unnormal. Ich sage nie unnormal. Unglaublich ab, weil. Ja, wir alle wissen, sie ist ganz schön minderwertig. Aber. Den Spruch, den sie haben, ihren Slogan, bild dir deine Meinung. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn überhaupt jetzt noch haben, aber früher hatten sie ihn auf jeden Fall mal. Den finde ich eigentlich, das ist ein cooler Spruch und den kann man jetzt kaum noch verwenden, weil der halt so Bild, ja, auf Bild manifestiert ist. Fahre ich jetzt hier außen rum oder irgendwie? Haben wir ein schönes Dach über dem Kopf. Oh, ja gut, das hat sich jetzt auch nicht gelohnt. Ja, Ghost. Ich bin gerade echt motiviert, so ein bisschen überdreht auch wieder. Das ist echt, keine Ahnung. Ich hätte 5 Spiele da im World, das ist auch ein bisschen actionreich. Oh Gott. Kampagnenmäßig. Sonst gar nicht so mein Stil, so viel zu labern. Aber, hier, müssen wir jetzt hier aussteigen, befürchte ich, oder? Wie lässig er da runterspringt. Sputnik.
Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Das sieht mir doch auch sehr verdächtig aus hier. Tatsächlich? Nein? Bin ich jetzt doof? Nein? Nirgendwo irgendwas? Audiolog? Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Ah, ich erinnere mich. Ah, oh, I see. Aber das sieht schon echt geil aus, vor allem mit der Sonne, die hier noch so rein dümpelt. Oh yeah. Also, ich meine, ja, ist schon nett. Ist jetzt kein Star Citizen. Aber gut, es läuft doch nicht auf einem Ultrarechner. Nicht wahr? Im Checkpoint, das ist gut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Definitiv. Hallo, schätze ich, denke ich. Hallo. Und ich habe mich am Anfang voll oft gefragt, warum kann man eigentlich nirgendwo sehen, wann das Thruster Pack mal wieder da ist. Aber man kann es schon, weiß ich jetzt schon länger, aber ganz am Anfang, als es released wurde, wusste ich das echt nicht. Das ist mir nicht aufgefallen. Da oben ist ja dieses jetzt, seht ihr da, neben dem Schild rechts, dieses Ausrufezeichen. Und wenn solange das da ist, kann man nicht thrusten. Unglaublich, oder? Oh, wie könnten wir das jetzt hier angehen? Scheiß drauf, einfach rein. Ausschwärmen, Dimosaurus, ausschwärmen! Gott. Dead Elite Power. What? Oh ja, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also ich werde nahezu durchgehend aufgegallt sein von den Eliten in Halo 1 und Halo 2. Fuck! Weil da sind sie auch cool. In Halo 3 sind sie auch immer noch ziemlich nice. Aber in Halo 1 und Halo 2, vor allem Halo 2, das wird super. Aber gut, da sind wir jetzt noch nicht. Doch die Vorfreude ist da. Denn ich wollte das schon lange mal in Videos spielen, weil es einfach cool ist. Und ja, geil. Oh, gibt es hier mal irgendwo eine Präzisionswaffe mal wieder? Wie wär's? Alter, ich habe noch nie auf die Musik geachtet. Ja? Gebt euch das mal. Okay, bis gerade war es so richtig so akustisch Gitarre, so orientmäßig, so. Wow. Wow. Immer wieder dieser Asiat. Ich vergesse seinen Namen immer noch. Also, keine Ahnung. Gut, letzte Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr so oft diese 5 Soundtrack gehört, aber er ist ein Genie. Ich weiß nicht, ich fand... Also, Neil Davidge... In Halo 4 hat auch schon ziemlich geile Sachen gemacht. Und ja, es geht nichts über die alten Martin O'Donnell Sachen, wir alle wissen es, aber auch der Halo 4 und der Halo 5 Soundtrack, die sind auch saugenial. Vor allem halt Halo 5, weil, keine Ahnung, er hat ein paar neue Sachen reingebracht, aber halt auch einfach Sachen aus den alten Halos, also Halo 1 bis 3 und aus Halo 4 mit kombiniert und unglaublich legendary gemacht. So, Golden Elite down. Alles klar, was haben wir hier? Karabiner, bitte. Ja, sehr nice. Was ist mit diesem scheiß Sniper da? So. Hallo, hauptsächlich. Ah, da ist noch ein Sniper. So. Die Musik ist schon ein bisschen aufpushend. Er hat Schild hier noch. Oh, fuck. Er hat ein Schild. Snap. Dimosaurus, hilf. Wie lächerlich locker noch darunter gefallen ist. Es ist. Oh, da kommen sie zur Rettung. Los, hey. Whoever! Toll! Nein, alle sind tot! Ah, oh Gott, crap! Wie scheiße Tonarkon so richtig darunter gefallen ist. Er sah so dumm aus. Na toll, jetzt kann ich alles noch machen. Oh fuck, ich habe nicht gestuckt. Na gut, hat trotzdem gereicht. Snap, das machen wir klüger jetzt, denke ich. Oh, da oben ist ein Weg. So. Ich bin eindeutig überaktiv heute. Beziehungsweise bei Halo 5, alles. Keine Ahnung. Ich habe es halt lange nicht mehr gespielt und dann findet man es auch wieder ziemlich nice. Man weiß es einfach zu schätzen. Vor allem, wenn man dann wieder mit Singleplayer anfängt, weil das macht einfach Spaß. Heldenhaft ist. Ach komm. Komm schon, Tanaka, du schaffst es. Up in Adamlock. Danke schön, danke. Oh. Hallo.
bin Spartan Locke. Ich komme von Oni. Und Oni ist immer noch ein Scheißverein, möchte ich nochmal so anmerken. Also Oni hat echt viel Kacke gemacht. Also, seriously. Und dann so, hör, wir haben ja gar nichts gemacht, wir verbergen es alles, weil wir sind Oni und... Ja, naja. Na scheiß schon wieder diese Musik. Wo kam... Was? War das der Grunt? Wo kam er her? Hä? Danke, Tonaka. Du bist falsch. Falsch. Was ist der Grunt? Ich bin einfach explodiert, hallo? Einfach explodiert. Diese Plasma, das ist, finde ich, ist jetzt nicht mehr ganz geheuer. Oh Gott, ich habe nur einen Stormrife und auf der Range ist das nicht gut. Oh, Karabiner. Und dann die Sniper weg. So, Nummer 1 und Nummer 2. Okay, cool. So, jetzt erstmal jetzt bedacht vorgehen. Das ist nämlich noch eine Elite, wie wir sehen. So, das hätten wir auch erledigt. Mann, ich vergesse noch Munition mitzunehmen. Ah, da unten ist also noch ein Shade, ja? I see. Oh. Ah, kannst du vielleicht auch mal was machen? Oh Gott. Ich könnte ihnen auch mal Befehle geben. Hallo? Dafür müsste ich aber erstmal einen Gegner sehen. Da. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh nein, ich wusste, dass ein Race kommt. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Fuck, hier sind ja noch Gegner. Hallo. Wir kommen vom Räumkommando. Um hier ein bisschen aufzuräumen. Die haben ihre Steuern nicht bezahlt. So. Ist das voller? Tatsache. Hier ist jetzt das Shade. Oh, fuck, das ist vielleicht doch nicht so eine kluge Idee. So, erstmal mal gerne raus. Dann hauptsächlich erstmal die ganze Infanterie wegholen. Letztes Mal habe ich das mega actionreich gemacht, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ob das so eine kluge Idee ist mit dem Race da. Wir werden es aber gleich mal versuchen. Wir müssen... Denn wie ihr alle wisst, wer bereits Reach geschaut hat... Oder allgemein uns schon länger verfolgt und bei Halo Videos geschaut. Hat sich da wieder einer reingesetzt. Wraiths sind meine größten Feinde. Tendenziell. Weil sie, vor allem in Reach, und schon wieder, aus der größten Entfernung, auch gerne auf mich gebolzt haben und mich dennoch immer perfekt getroffen haben. Der Gunner muss auf jeden Fall raus, sonst können wir den Grace nicht engagen. So, okay. Wenn sich da jetzt noch einer reinsetzt, kriege ich echt den Kollaps, ey. Okay, da ist aber auch nichts mehr, ne? Nur noch der Race. Oh fuck, das wird nicht gut. Ich wusste es. Und man ist instant tot, richtig? Fuck, und ich hatte bestimmt wieder keinen Checkpoint. Warum? Oh, oder doch? Okay. Ja gut, dann machen wir das jetzt wieder hier. Und ich springe und ich schrusse rein. Was ist denn heute los? Liegt das echt daran, dass ich länger nicht mehr gespielt habe? Gott. Oh, hier ist ja noch ein neues. Erstmal. Und wieder so der Anfang von dem Song. I like the way you think, Tanaka. I like the way you go. I like the way you Spartan charge at those elites, and I like the way you... what? You think. Ja, das war's, ne? Oh, wie er sich hinhockt! Okay, das klang eigentlich ein bisschen... Oh nein, das war das klug? Nein. Oh, oder doch, das war gut. Der Race ist aber immer noch da. Könnte ihn ignorieren, ja? Aber was? Warum bin ich One-Shot? Tanaka, ja, das war nicht so ein hoher Sprung, ne? Stell dich mal nicht so an, da. Wie machen wir das jetzt? Was ist denn da noch? Den Ground, ja, gut. Oh, hier unten sind ja auch noch Kameraden. Was ist denn bei euch hier los? Macht ihr eine private Party, oder wie?
Gibt's hier unten vielleicht irgendwie ein Plasmageschütz? Ne, gibt's aber einen Weg rein, oder? Schätze ich. Denke ich. Oh, unten noch ein Datapad. Oh, okay. Gut. Okay, wir sind drin. Theoretisch. Wir hätten auch das Schild anlassen können, dann könnte der Race uns jetzt gar nichts. Wir werden den jetzt ignorieren, weil wir super sneaky sind. Und ich muss euch leider enttäuschen. Denn... Oh, wird der noch schießen? Denn ich muss diese Pause. Nun eine Pause einlegen. So. Genau. Und die Folge wird beendet. Und ich mache einen kurzen Aufnahmecheck. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es weitergeht mit 5 Guardians hier auf Sieg Enterprises. Ja. Oh, wir haben ein Rätsel vor uns. Aber dieses Rätsel werden wir beim nächsten Mal lösen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.